Dit is die vierde predigt, die Redner ist Johan Dycl. In den letzten Wochen haben wir uns besonders mit Abraham beschäftigt. Gott beraubt ihm aus einer heidnischen Familie, was meist nichts von den Worten Gott wisst. Gott will auf Erden nicht falsch anfangen, und Abraham soll die Vater von dit Volk sein. Was Gott am beraubt zu tun, fordert aber viel Glauben. Wils Gott am Versprechungen mög, wird viele Wunder verlangen, um erfüllt zu werden. Und so sagen wir das letzte Mal, wo Abraham sein Glauben sich immer weiter mit Unglauben aufwechselt. Jät ihr das auch so? Mir jät das wirken so, und ich wünsch mir, ich kann immer einen festen Glauben haben. Vielleicht jäst du jetzt durch eine große Probe durch, so als Krankheit einer Familie. Vielleicht hast du euch gleich eine Wirtschaft, und du weißt nicht, ob du durchkommen wirst. Gott ist immer ganz und gar bei uns, ob uns das schlecht geht oder auch sehr gut. Hei ist immer dasselbe, und da wären, tja wir uns in jeder Lebenslehre ab am verloten. Von dir wollen wir in 1. Mose Kapitel 17 wiedergehen. Und so wollen wir von dir noch einmal seinen, wo Abraham mit Unglauben schaffen musst, und wo sein Glauben doch um eng gewinnen deid. Letzte Week hielt wir ab, als Sarah und Abraham probten, Gott seinen Plan in Bethje not zu halten. Durch die Geburt von Ismael wurden Abraham und Sarah ein, dort er jener war, nicht so gut schaffen deid. Dann dauert noch 13 Jahre, wird Gott eines Tages weiter nach Abraham kam. Nu wie Abraham al 99 Jahre alt. Nu seht Gott am, dort hei seinen Bund mit am gedenken wird. In am Seier sehnen will. Dann fall Abraham auf sein Gesicht, und Gott redet zu ihm und sagt, du wirst die Vater von einem grauten Teil Fälscher worden. Nicht mehr soll dein Namen Abraham sein, aber Abraham sollst du heiten, wie's ich dich zum Vater von einem Teil Fälscher gemerkt ha. Und dann, da die Herr dort noch einmal war versprechen, wird er am all mehrere Mal vorher gesagt hat. Dort verlangt Gott wat ganz niet von ihm. Abraham soll sein Port von dem Bund auch holen. Dort meint, dat hei soll ein besondere Tierchen entfieren, wat seine Nachkommen ab immer holen sollen. Und dort wir, dat hei in alle Männer und alle Jungs sich sollen beschnieden loten. Jeder Jungje wat geboren wird, soll am 8. Tag nach der Geburt beschnieden worden. Der Tierchen bedient, dass sie den Bund Gottes holen wollen. Wer dort nicht deid, der soll utgerott worden. So ernst nahm Gott dort mit diesem Bund. Als Abraham dort hielt, fall er fern den Herrn plaut ab die Erd und fung an zu lachen und seht ab Stelles zu sich selbst, sollen 100 Jurschen noch ein Kind geboren worden und sollen 90 Jurschen noch ein Baby kriegen? Und dann seht Abraham zu Gott, mocht doch Ismael für die leben. Hier nahm die Zweifel von Abraham ware de Eberhand. Hei wie altefried, wann Ismael de Ohr auf seine Wut, wat to ein grautet Volk wore soll. Aber Gott wie noch lang nicht derich. Hei seht ganz kort nee zu Abraham sin Verschlag. Dann seht Gott am uitdrecklich, wat passiere wird. Sarah wird ab ihrer Aule Dörr noch ein Sehn gebären, in den sollen sie Isaac nennen. Dort soll der rechte Ohr sennen, in von dem würden viel Fälscher kommen. Hei seht am sogar, wann neuer Isaac soll geboren worden. Um ein Jahr. Dann hier der Herr ab mit am zu reden, in Abraham jenken deid, wat der Herr am gesagt hat. Hei leid alle Mannsmenschen, ob graut oder klein, beschnieden. Dit wird das büterliche Tierchen, dort Abraham Gott will gehorsam sein. Und so kommen wir dann bei das 18. Kapitel an 1. Mose. Diese Geschichte jaft uns ein sehr gutes Bild von wo die Menschen zu Abraham seine Zeit lebten. Abraham lebt in Selten, dicht bei der grauten Bäum bei Mamre. Dat wir bei Mittagram, als dat sehr heit wir, ich denk, dat motten so seinen wie 40 Grad gewast. Abraham saht im Schatten, wie die Zelt der, und er sah auf einmal drei Menschen ankommen.
Dan rand hij deze vreemde jaren en verbergt zich toe aan, zo stot dan moud weer. Dan kreeuwt hij aan zij, dat ze zich bij hem uitreven zullen, eier ze weder gingen. Hij bouwt aan water aan en kreeuwt aan te middag. De mannen nemen deze scheine opnom schienbaar welig aan. Ik wonder of Obram dort überhaupt oond, wem hij door ver zich houdt. Hij rand schwind men en zeet Sarah, dat ze zult broodkuurken baken, en den knecht checkt hij een fijn het kolf te slachten. En zo wordt voor deze vreemde mannen een zeer scheinend middag gemerkt. Dit onderstrekt voor ons nog eenmaal, wat voor een jewige natuur Obram houdt. Mij komt het zo ver dat zo'n menschen, wat ze God zienen waag handgeven, deze soort natuur kriegen. Ze denken immer weinig aan zich en immer meer aan andere. Wo zit dat bij ons? Denk wie aan onze nobers, aan onze geschwister, aan onze vriend? Denk wie aan zo'n menschen, wat het schlechter geeft als ons? Ha wie een hoort voor die? Ha wie een hoort voor vreemde? Zo'n wat we gar nicht kennen. Hier bij Obram zei wie dat ganz klar, dat hij ook aan zo'n menschen dacht en die zeer fijn behandeld. Wer wären dan deze drie mannen? Eén daarvan, wie de haar zelfs over een engel gestalt. Dat passiert nog op andere steden in de Bibel. Wann im Alten Testament vom Engel vom Haaren gered wordt, dan wordt de haar zelfs een engel gestalt gemeint. De andere beide wären ohne Zweifel geweinige Engel. Lothar im Neuen Testament wordt ans gesagt, wie sollen freundlich jast abnehmen, wils to de oude tiet, han ze ohne dat ze dat wisten, Engel abgenomen. Hier wird dat ook zo. Ober Obram brukt nicht lang luren, wat hij antwoordt, dat dit de haar wier, wat al verken met am gered houd, ober wem hij nog niemals in deze gestalt gezeinen houd. Dat kwam zo ram, dat de mannen vroegen, wo Sarah wier. Als Obram anseed, dat ze hingen im zelt wier, dan zei de haar, ganz versicher, wo ik in ein jaar terugkomen, en dan wordt Sarah diene frü in zeen haben. Sarah hier dort hinge de gardien en prüst einfach laus met lachen. Er kommt dat zo armheilig vier, dat zich er dat dollar zussen spoos anhied. En zo als Sarah dort hier jink, geet ons menschen dat zeer verken. Wie kennen dat nicht voor zich leven, dat Gott en ons leven in Wunder daunen wel. Wer kan dat je leven, dat Gott en mensch, wat voor jaren al gesopen haft, ganz am anderen kan, dat hij de buddel nicht meer aanscheert? Dat is een grootet Wunder, wat het overal verken gejeeft haft. Ik weet van menschen, die hopningslos in een superie gebongen wären, wat over ganz free geworden zijn. Ik weet van zo'n menschen, wat een zeer schweenschet leven vierden, en zich immer waren met vreemde vrouwen ramdrijven, die over van deze laatste ganz free geworden zijn. Wo kwam dat? Ze zagen plötzlich in, dat ze zich zelfs niet free merken kunnen. Ze bekannten den Herrn ihre Sünden en nemen den Herrn Jezus als ihr Rader aan. Als Jezus eerst in ihre Horten en neergetrokken wier, dan brokten ze zich niet langer besuipen, dan wieren ze op einmal free. Dat zijn ook Wunder, wat bloos Gott en ons volbrengen kan. Voor Sarah scheint dat hier over onmerklich te leven, dat Gott na 90 Jahre früh nog kunnen Baby schenken. To dit zei de Herr, soll für den Herrn irgendwat tauschwoor zijn? Vielleicht jeet die dat van jou ook zo als Sarah. Du meist ook, dat de Herr en dien leven nicht veel anfangen kan. Wat hast du in dien leven, wat du geliefst als ganz onmerklich te veranderen? Bist du om zuipen, oder aan een onreinend leven, oder aan grote woordaanval, wat die ganz metrieten gebongen? Du hast vielleicht zelfs eensjemal angst, dat du diene frü oder kengerkusten blievenden schoden aandonen, wann die woord ontjampt en du die nicht meer beherrschen kost. Dit zijn schwore en zindelje lausta, en die so tun wel haben, wie sollen je leven, dat doormet nisch te daunen is. Hij zegt ons sogar, dat het nicht veel schot, wel we dort bloos nicht noch je leven.
Der Herr hält uns verantwortlich, dort wie willig waren, uns davon freimerken zu loten. Gott sagt dort auch kracht so ist zu Sarah. Erst für den Herrn irgendwas toschwor. Hei kann uns von dieser Schändelgeloste in Sünden freimerken. Aber hei wort dat bloß, wann wie toschdonen, dort wie ohnen Arm verloren sind. Wie matten ern seinen, dort bloß der Herr uns davon freimerken kann. Wann wir am Anraupen und dort am Werden. Hast du das all gedonen? Geh doch nicht so wieder. Ohne Jesus in dein Leben gehst du ewig verloren. Ob du ab diesen Weich sündigst, oder ab einem anderen Weich, wo die nicht so graf wird kämpft. Ohne Jesus im Leben ist jeder Mensch verloren, ob er viel oder wenig gesündigt hat. Wir kommen aber weiter zurück noch an die Geschichte. Dann will Sarah dort noch verstreiten, dass sie am Anglauben gelacht hat. Er wird ohne Zweifel nicht gut genug, dass sie so einen großen Anglauben für diese wichtige Menschen bewiesen hat. Vielleicht wird sie dort noch gar nicht eingeworden, dort die Harbi anspaziert. Dann stunden die Männer ab, um wieder zu gehen, und checkten rauf ab die Städter von Sodom in Gemura, wo die Ungen an die Deipe leicht, lang dort auf die Meer lagen. Obram will noch ein Ängstchen mitgehen. Vers 17 sagt dann, was sehr interessant ist. Der Herr überseht bei sich, soll ich Obram dort verstärken, was ich tunen will? Obram soll jedoch ein grautet und ein starket Volk worden, wo der ich alle Fälsche ab ihren Sellen gesehnt worden. Und so de der Herr Obram dort sehen, was er nu im Sinn hat. Er seht, dort klör geschrie über Sodom und Gemura, es wahrlich sehr graut. In ihre Sünden sind wahrlich sehr schwor. Ich will raufgehen, um zu sehen, ob das wirklich so schlimm ist. Und so gingen die beiden Engel los, aber Obram bleibt noch vor dem Herrn stehen. Das ist nur recht, dass Obram über sehr beurteilen. Und wem bleibst du, dacht Obram nu? Furz kam am der Gedanken, dort lauter Ungen wohnt, und dort hei in seine Familie nu ein graute Gevorstunden. Dann seht Obram zum Herrn, wirst du wirklich die gerechte, mit die eingerechte Taub weichropen? Vielleicht jaftet 50 gerechte in die Stadt. Wirst du die gerechte anbringen, in die Stadt nicht vergeben, um die 50 ihres Halven, die darin wohnen? Sonst jaftet doch nicht, dass du die gerechte mit die eingerechte dautmerken wirst, dass sie alle überein behandelt wurden. Sonst jaftet doch nicht, wird nicht der Herr von der ganzen Welt das Rechte daunen? Erst hat aber nicht zum Staunen, wann mutig Obram hier wir. Hei red dem Herrn doch sehr brav an. Wo konne dort? Wie matten hier ein Ding klar seinen? Dit wir nicht ne falsche Bravheit. Dit wir ne heilige Bravheit, wie's Obram dort nicht um sich selbst ging, aber am andere. Am ging dort erstens um Gott seine Ehe. Wort würden die gottlose Fälsche alle über Gott sein, wann er wirklich kein Unterscheid mög zwischen der Gerechte und der Ungerechte. Er kann den Herrn persönlich und wisst, dass er gnädig wir. Er wisst auch, dass er ein gerechter Gott wir. Dit scheint am anmählich zu sein, dass Gott die ganze Städte von Sodom und Gemura verdorben wird. Aber in Obram sein Denken wie ein Missverständnis. Er lebt, da würden doch viel mehr Gerechte sein, als was er wirklich wären. Worum fängt er dann mit 50 an? Er kleibt Obram doch ganz genau, dort laut in diesen Jahren dort würden Zeichnis für den Herrn gewas sein, und dort sich bestimmt eine ganze Reihe Sodomiter und Gomoriter sich bekehrt haben. 50 wäre ja nicht eine höhere Zahl. Dann seht der Herr, wann ich in Sodom 50 erreichte fing, dann wo ich ehretshalben die ganze Stadt verschaunen. Dann fang Obram an wieder noch Ungen zu handeln. Erst ging herauf noch 45, und dann noch 40, dann noch 30, und 20 und endlich noch 10. Da hielt er dann ab. Obram will es nicht gut genug, noch einmal zu fragen. Gott hat jedes Mal angewilligt zu Obram seine Frage.
aber bei Tieren bleif ober am Stonen. Sicherlich wird Tieren taurieken am Laut zu raden, aber er wisst dort nicht, dass er nicht mal Tieren gereichte in Sodomen Gemurre wohnen. Dit is een zeer scheinend Beispiel van wat het meint, voor andere am Gebet en te stonen. Wat Abraham hier deed, is wat jeder Kind Gottes doen soll. De Bibel zegt, wie sollen voor andere Menschen beten. In 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4, zegt de Apostel Paulus zo: Erstens rode ik, dat je anstonen, beten, anropen en danken voor alle Menschen, für keinige in alle, wat ne Verantwortung tragen, dat je mochten een ruhiget en een stellet Leben führen en alle Frömmigkeit en Ehrbarkeit. Dit is goud en angenehm en de Uren van Gott an zijn Heiland, die door mocht dat alle Menschen geraad worden en tot die Erkenntnis van de Wahrheit komen. Gott wildet ook nicht, dat die Menschen in Sodom en Gemurre sollen verloren gaan. Hij wil nicht den Dood vom Sünder. Aber er kann auch nicht die Sünd ohne gestraft gerader wassen loten. Dort Gebet haft ne wunderbare Kraft. Dadurch wengen Menschen Firken um, wat nüscht von Gott weiten wollen. Wo viel Eltern haben all für ihre Kinder gebet, wat sie ganz en schlechte Gesellschaft hodden nen gejeft. Wo Firken erst du dann baule Verändernis te bemerken gewast. Ich denk hier besonders an eine wahre Geschichte von einem Prediger, wat sehr in der Missionsarbeit tätig wir. Dies Mann hat aber ein Sehen, wat von Hüst gewohnt wir, in ganz in der Welt in einer schlechten Gesellschaft lebt. Er hat den Glauben an Jesus den Regen gedreht. Die Vater gauf aber nicht ab. Er wie ein Reiseprediger, wat weit von Hüst wir, was Gott ab einmal besonders zu am red. Er kriech ein innerliches Verlangen, nichts anderes zu daunen, aus Neugrotz für seinen Sehen zu beten. Er sah die Lied, wo er eingebracht wird, dass sei arm an dem Tag nicht zu Mahltiden rauben sollen. Er will ganz für sich allein sein in beten. Der Druck zu beten, wie sei er stark ab arm, und so bet er den ganzen Tag durch für seinen Sehen, dass der sich doch mocht bekehren. Ab einmal lot nur Mittag, puttert wer an seine der, und seht, er soll nun faun kommen. Als er dat faun nahm, red durch sein Sehen, für dem er gebet hat. Wann er auch viele hunderte Mil wach wir, hat Gott da wegen doch an am gearbeit. Er seht ganz einfach zu seinen Vater, Pape, ich sie träg gekommen um Herrn. Wir können uns verstellen, wo dankbar der Vater sich gefeilt haft. Abraham wird dann auch denselben Druck gefeilt haben, zu beten für die gottlose Menschen in Sodom und Gemurra, und vielleicht auch für Laut. Aber wofür soll wie dann beten? Bei Abraham ging es darum, dass nicht all die Menschen sollen verloren gehen. Das soll auch unser erster Wunsch sein. Wenn ein Mensch sich in diesem Leben nicht zu Jesus bekehrt, in einem in seinem Leben nicht einlädt und abnimmt, dann ist der Mensch nu all während er lebt verloren. Wann er dann aber so stirbt, geht er ewig so in der Hall verloren. Bist du all gerat worden? Weißt du, ob du über deine Sünden hast Büße gedonen? Und hast du Jesus in dein Leben abgenommen? Es er nu bei dir, und kannst du kracht so mit am Reden, als Oberon mit am Reden dein? Dort ist der wichtigste Entschluss, wat du in dein Leben merken kannst. Wenn du dat gedonen hast, dann trafen die de wieder von Paulus, dann kannst du frie beten, dat deine Kinder, deine Geschwister, deine Freundschaften, all die, wat du kannst, mochten zum wahren Glauben kommen. Wenn du dat noch nicht gedonen hast, und du noch kein Fried über diese Sache hast, dann dau im Glauben dit Gebet no beten. Lieber Herr, ich komm von dir nur die. Ich stoh da tau, dort in mein Leben viele Sünden sein, und ich bär die, dort du die verjaffst. Ich nehm die, Herr Jesus, nu in mein Leben ab, und ich bär die, dort du mein Leben von nu an regierst. Aus Tieken von meinen Glauben dank ich die, dort du mi annimmst.
Ich bete auch für all meine Geschwister in Freundschaft, dass die die auch mochten an ihr Leben abnehmen. Amen. Wann je noch Fragen han, über dort, wat je dit Programm gehört han, meine Telefonnummer is 205-356-0523. Ich wünsche je allen eine gute Woche. Abba, hier.